Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wolfenstein 2 hier bei mir auf dem Kanal. So. Frauen, Kinder, ihr schreit nicht mehr. Aber ich höre euch dennoch. Ja, das war unser Schiff, okay. Wir befinden uns jetzt in einem Gebiet, was eher die Apokalypse doch beschreiben würde. Wir sind in einem nuklearverseuchten Gebiet jetzt eingedrungen in New York City selber und müssen uns zum Empire State Building oder was davon noch übrig ist auf jeden Fall erstmal uns durchschlagen. Die machen wir erstmal voll. Und ja. Da geht's durch. Nee. Ich weiß nicht genau, was das hier sein soll. Ist das ein Pumpenhaus oder... Kein Schimmer. Dieser Luke lässt sich bestimmt von innen aufsprengen. Na klar. Was einsammeln, was geht. Und ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Cap, sind Sie da? Cap, die Verbindung ist schlecht. Gehen Sie durch die Stadt bis zum State Building und achten Sie auf... Oh Mann, mein Kopf. Oh, mir ist ein bisschen schwindelig, Cap. Achten Sie auf die Suchtrupps des Regimes, wollte ich sagen. Echt? Hätte ich nicht gedacht, dass die hier noch nach mir suchen. Na denn. Also ich denke mal, dass das da hinten das Empire State Building noch sein soll. Oder was davon übrig ist. Schwer zu sagen, wo wir uns gerade befinden. Würde mich auch gar nicht wundern. Also für mich schaut es ja eher aus jetzt wie Fallout. Mich würde aber es jetzt gar nicht wundern, wenn wir auf irgendwelche radioaktiven Monster... Wenn wir jetzt hier nicht quasi auf mal irgendwelche radioaktiven Monster stoßen würden. Sorry. Es ging jetzt leider gerade nicht anders. Ich soll vielleicht eine andere Waffe nehmen. Ja, moin, genau deswegen. Was denn da? Was war denn das für jetzt? Was war denn das für ein scheiß Respawn? Licht ist so kacke hier, ich sehe gar nichts. Was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße, sag mal.
Hallo? Ja, muss ich mir jetzt... Okay. Jetzt laufe ich erstmal kurz dahin. Lauf einmal außen rum. Gehen wir zu den zerfetzten Leuten hier hin. Vielen Dank. Ja, perfekt. So macht man's. Wo ist dieser fucking Kommandant? Ah, da will ich nicht raus. Wo ist die Missgeburt? Ja, moin. Unsere anfänglichen Schwierigkeiten sind jetzt erstmal beseitigt. Sieht auf jeden Fall sehr alles instabil doch noch aus. Aufpassen müssen wir dennoch. Ich bin mir fast sicher, dass wir auf jeden Fall irgendwelchen mutierten Geschöpfen entgegentreten müssen. Ja, ein Snipergewehr wäre eigentlich mal gar nicht mal so verkehrt in der Situation. Unser Panzer war nach der Bombe einer der ersten. Wäre ich doch dabei gewesen. Okay, hier ist alles durch. Was haben wir hier? Eine Starkarte. Aha, ja, die guckt man später mal an. Ich will jetzt erstmal hier die ganzen unnötigen Nasen mal beseitigen. Es ist recht unwahrscheinlich, dass die hier nur zu zweit sind. Toll. Autsch. Ich sage, ein Snipergewehr wäre jetzt nicht verkehrt. Da würde ich jetzt auf jeden Fall mal nicht nein sagen. Bleibst du hier, du Sau. Wo ist dein scheiß Kommandant? Hallo. Scheiß auf die Muni, Herr. Wo ist dieser fucking Kommandant? Okay, da geht er eher weg.
versuchen wir natürlich auch mal ein bisschen Munition zu sparen, obwohl hier so viel geballert wird, dass das schon fast schier unmöglich ist. Eine Schallplatte, cool, die habe ich noch gar nicht gefunden. Zumindest kann ich mich jetzt nicht daran direkt erinnern. Das ist ein ganz schönes Wirrwarr durch diese Explosion. Klar, er kann alles, aber sich da hochziehen, das fällt ihm schwer. Nicht sehr gut gelöst, finde ich. Die Spinde kriegt man auch nicht auf. Tja. Jetzt muss man schauen, dass wir irgendwie darüber kommen. Du bist das also. Aber merkst du was? Ihr seid alle auf einem Haufen da. Alle faulen Eier in einem Korb. Wenn man so will. Wie geht's denn da rüber nur? Hoch kommen wir ja nicht, oder? Wir können es höchstens nochmal versuchen, aber ich... Ich glaube da jetzt eher weniger daran, dass wir da hochkommen. Bringen uns eigentlich diese Bonuskarten da was? Eher weniger wahrscheinlich. Doch gar nicht, oder? Man muss doch da hochkommen. Jetzt kein Weg dran vorbei. Schade, ich dachte, da oben gibt es irgendwas Lustiges vielleicht. Blöder Wichser. Was ist denn das jetzt schon wieder? Wow, 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 Kollege Bratwurst. Bleib mal hier richtig mal geschmeidig, bitte. Ja, toll, toll, toll. Aha, was ist das denn Lustiges? Ach, das Dieselkraftwerk jetzt nur in Granatenform, oder was? Lustig. Auch mit einer größeren Munition, jetzt wie ich das gerade sehe. Mhm, aha, mhm. Boah, jetzt bin ich gerade erschrocken. Scheiße, dachte ich mir nicht. Nicht, dass mich dieses Ding hier so angreifen könnte. Aber vielleicht können wir es ja ausbeuten. Oder selber vielleicht noch fahren. Wer weiß, wer weiß. Aber sieht nicht danach aus. So, wir sind jetzt von da hinten gekommen. Ja, hier geht es irgendwie weiter, weil hier ein Haufen Zeug rumliegt. Ich denke mal sowas wie, dass wir in die U-Bahn müssen. Langer Weg zum State Building. Ja. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Ich hab's gewusst. Hau. Hau ab, Alter. Sind das normale Hunde jetzt gewesen?
Gold habe ich gefunden. Nice. Da gehe ich nicht mehr hoch. Beziehungsweise komme ich nicht hoch. Mein lieber Freund, Herr. Zumal erstmal nachtanken. Die andere Waffe? Hoppla. Ich mag diese Waffe. Die ist so spritzig. Ein bisschen Rüstung wäre jetzt nicht verkehrt. Ah. Ja, noch ein paar Recht ist er meistens noch nicht weit. Danke. Geil. Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. Ja, wahrscheinlich muss erstmal irgendeine Stromzufuhr irgendwie reaktivieren. Bin ich mir fast sicher, oder? Granatenrüstung. Okay, der Zug hat Saft. Suchen wir die Steuerung und schauen, ob er läuft. Ja, das machen wir. Aber welchen Zug haben wir jetzt eigentlich aktiviert? Den hier. Viertes Führerhaus. Komplett, ja. Ach, scheiße, andere Richtung. Okay, okay. Aber der... Verlasse den Tunnel. Moin. Es geht ab. Ihr könnt mich ja nicht gerade mit euren eigenen Waffen besiegen, ne? Das ist euch offensichtlich schon bewusst. Nuclear Attack. Now the warning signals. Wie krank das nur ist, ja. So wäre wahrscheinlich wirklich der Zweite Weltkrieg ausgegangen, wenn die Deutschen schneller gewesen wären als die Amis. Heftig. Das mag man sich einfach nicht vorstellen. Kommt jetzt. Jetzt bremst der Zug wieder nicht. Scheiße. Raus da. Ei. Ah. Eieiei. Oh. Wie aus dem... Ignorier den Schmerz. Ja, wie willst du... Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Hey, Cap. Aha. Sie sollten wissen... Oh, wow. Diese Sterne. Anja, sehen Sie das? So hell, so wissend. Scheiße. Sie werden kleiner und sie werden größer. William, halt, Wyatt halt. Ist verschwunden. Irgendwohin. Ich übernehme jetzt. Auf der Fifth Avenue sollte das State Building ganz in der Nähe sein. Ja, ist es auch. Es ist sogar sichtbar. Welch Wunder. Okay.